Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer erneuten Ausgabe der Sondersendereihe zu Fatima. Heute ist bei uns dafür zu Gast bei uns im Studio Frau Dr. Therese Treiber. Herzlich willkommen. Dankeschön. Frau Dr. Treiber besucht uns heute aus Regensburg. Sie war lange Jahre Mitglied im Redaktionsteam von Boten von Fatima, ist es jetzt wieder. Und sie ist auch Mitglied vom Instituto Marianum in Regensburg. Frau Dr. Treiber, ein Deutscher, der schon sehr früh in Fatima war. Wir gehen also gleich in medias res. Ein Deutscher, der schon sehr früh in Fatima war, das war Professor Fischer. Er hat diesen Erscheinungsort bereist. Wer war Professor Dr. Fischer für alle, die jetzt überhaupt den Namen noch nie gehört haben? Professor Fischer war Münchner, geborener Münchner, ist dann zum Priester geweiht worden. Und bereits 1920 war einer der jüngsten Hochschulprofessoren, Hochschulprofessor in Bamberg geworden. War Kirchengeschichtler und hat einen Forschungsauftrag bekommen 1929 in Spanien über liturgische Fragen zu forschen. Kurz davor bekam er einen Hinweis, dass im Osservatore Romano 1928 ein großer Artikel über die Wallfahrt in Fatima erschienen sei. Jemand hat ihn darauf hingewiesen und er hat sich gedacht, wenn ich schon in Spanien bin, fahre ich darüber und schaue mir das mal an. Und so nahm er unter widrigen Umständen noch damals am 13. Mai 1929 sicher als erster deutschsprachiger Priester in Fatima an dieser Wallfahrt teil. Er war so beeindruckt von der Frömmigkeit dieser Menschen und von dem Ablauf des ganzen Geschehens dort, das offensichtlich schon recht gut organisiert war, obwohl es von der portugiesischen Kirche ja noch gar nicht anerkannt war, die Erscheinung. Die Anerkennung erfolgte erst 1930 durch den Bischof von Fatima. Leiria Fatima heißt es eigentlich. Aber unser guter Fischer kehrte dann zurück und hat sofort begonnen, die Botschaft von Fatima in Deutschland zu verbreiten. Er hat auch gleich Fotos mitgebracht und mit dem Bischof Kontakt aufgenommen. Sie sind dann sogar später sehr gute Freunde geworden. Und Fischer kehrte dann 1931, 33 und 35 nochmal nach Fatima zurück. Einige Male war er sogar 2 Monate dort. Er hat Portugiesisch gut gekonnt. Er war überhaupt sprachbegabt und hat dann sofort in Deutschland diese Botschaft verbreitet. Durch eigene Vorträge mit Bildern, was damals natürlich sehr gut angekommen ist, und auch Schriften veröffentlicht. Regelmäßig Publikationen herausgegeben, die er damals schon Bote von Fatima nannte, die aber noch nicht als selbstständiges Organ erschienen sind. Der Bote als solcher wurde erst 1933 gegründet. 1931 hat er aber bereits den Fatima Verlag in Bamberg gegründet und hat da schon seine Publikationen oder kleine Andachtsbildchen mit einer kurz gefassten Botschaft herausgegeben. Mit anderen Worten, nachdem er in Fatima 1929 am 13. Mai gewesen ist, hat fortan Fatima sein Leben geprägt. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Wie lange hat Fischer den Boten von Fatima geleitet? Er musste leider 1939 den einstellen. Also die damaligen Machthaber haben ihn verboten. Die haben gesagt, eine Botschaft, die auf den Frieden zielt, das können wir jetzt nicht brauchen. Ja? Und 1939 musste er eingestellt werden. Und er ist dann erst wieder 1949 erschienen. Denn nach dem Krieg war es wegen Papiermangel und anderer Schwierigkeiten mit den Besatzungsmächten
war es nicht so leicht, da wieder eine Zeitschrift ins Leben zu rufen. Aber angefangen hat es, glaube ich, doch mit dem Boten von Fatima in der Schweiz. Richtig, er hat damals, wie gesagt, schon Kontakte zur Schweiz gehabt, zu einem Prälat Meder, der eine Zeitschrift, die Schildwache, herausgegeben hat. Und da hat er eine Beilage machen können. Und erst 1933 hat er dann das selbstständige Organ gemacht. Frau Dr. Treiber, Sie haben vorhin gesagt, Professor Fischer war insgesamt viermal in Fatima, Ja. 1929, 1931, 33 und 35, ja. 35. Wie ist er dabei in den Besitz einer heute wertvollen Reliquie gekommen, nämlich der Schürze von Jacinta, Ja. der zweitjüngsten Sehr Seherin richtig. von Fatima? Ja. Also 33 war er vom Bischof Dom Cosi beauftragt, die Übertragung des kleinen Sarges der Jacinta, der ursprünglich, sie ist ja in Lissabon gestorben, 1920. Und die erste Begräbnisstätte dieser kleinen Jacinta war im Grab einer adeligen Familie in der Nähe von Fatima. Die haben sie da aufgenommen, gell? Und dieser kleine Sarg sollte dann übertragen werden nach Fatima. Und da hat ihn der Bischof beauftragt, da dabei zu sein. Und es gibt ein Foto, ein Originalfoto, das wir haben, das ihm zeigt, wie der kleine Sarg geöffnet wird und eine Papierhülle das Gesicht des Kindes freigibt. Und das war völlig unverwest. Und Fischer beugt sich gerade darüber. Also es ist eine gute Dokumentation da. Und er hat dann mit den Eltern, das habe ich schon gesagt, von Jacinta viele Gespräche geführt. Und eines Tages schenkte ihm die Mutter, weil sie eben merkte, das ist ein frommer Priester, der meint es gut mit uns. Und er hat ja das Buch Jacinta, die kleine Blume von Fatima auch geschrieben. Und da hat sie ihm eines Tages ein kleines Schürzchen geschenkt, das die Jacinta bei einer der Erscheinungen der Mutter Gottes getragen hat. Und dieses Schürzchen kam aus dem Nachlass von Fischer in den Nachlass von Bischof Graber. Und ich war selbst Zeuge, wie er das in Anwesenheit des damaligen Bischofs von Fatima, das war Alberto, der war 1987 in Deutschland und wollte auch Bischof Graber besuchen, der damals schon im Ruhestand war. Und wir haben diesen Besuch vermittelt vom Institutum Marianum aus. Wir waren ja sehr in guter Beziehung und in gutem Kontakt zu Bischof Graber natürlich. Und dann am Schluss des Besuches öffnet Bischof Graber seine Schreibtischschublade, nimmt eine kleine Schachtel raus und sagt: Schauen Sie, ich möchte Ihnen noch was zeigen. Und da war das Schürzchen drinnen. Und Bischof Alberto war sehr ergriffen und hat gesagt: Ja, das darf aber im Institutum bleiben. Wir haben genug Reliquien von den Kindern. Und ich habe es dann noch. Bischof Graber hat mir nämlich gesagt: Fragen Sie doch noch die Hausfrau, die letzte Hausfrau von Professor Fischer, eine sehr intelligente Frau, ob sie das auch weiß, dass Fischer das mitgebracht hat von einer dieser Reisen. Und sie hat sozusagen die Authentizität dieses Stückes bestätigt. Das habe ich dann in einem Rahmen gelegt und habe es hinten drauf Es ist geklebt, also damit das. dokumentiert, dass Ja, tatsächlich diese ja. Schürze Die aus stammt Fatima stammt hundertprozentig von der kleinen von Jacinta, den ja. Eltern übergeben. Richtig, Frau ja. Dr. Treiber, mit anderen Worten, auch Deutschland hat eine bedeutende Reliquie Ja, aus also sagen Fatima, wir eine nämlich die Berührungsreliquie. Ja, Berührungsreliquie ja. der am 13. Mai 2000 selig gesprochenen Jacinta. Richtig, ja. Sie haben schon gesagt, Professor Fischer war auch bekannt mit dem zuständigen Bischof für Fatima. Können Sie dazu noch was sagen? Ja, also die waren sehr befreundet und der Bischof hat ihm auch 49 für das Wiedererscheinen des Boten ein sehr schönes Grußwort geschickt.
er hat auch immer wieder Schwester Lucia erlaubt, mit Fischer brieflich in Kontakt zu treten. Und da gibt es ja diesen berühmten Brief von 1940. Da kommen wir gleich noch dazu. Ja. Frau Dr. Treiber, 1957 ist Professor Fischer gestorben. Wie ging es dann weiter mit dem Boten von Fatima? Ja, er dürfte schon seit ungefähr 1952 mit dem damaligen Eichstätter Hochschulprofessor Dr. Graber bekannt gewesen sein. Graber hat jedenfalls schon damals einige Male Beiträge im Boten veröffentlichen dürfen. Und Fischer hat dann verfügt, dass alles, was mit Bote von Fatima zu tun hat, an Graber kommt. Frau Dr. Treiber, Sie wurden dann später auch Schriftleiterin, ja, des Boten von Fatima. Ja. Sie sind ja eigentlich aus Österreich, ja, aus Krems an der Donau. Ja. Wie kamst du zu diesem Ortswechsel? Also ich habe in Wien promoviert und habe meine Dissertation, durch meine Dissertation eigentlich, ist er auf mich aufmerksam geworden. Bischof Graber. Bischof Graber, ja. Und hat dann, Herr Ritter war dann schon in Regensburg und hat dann eines Tages zu ihm gesagt, der Bote von Fatima liegt mir so am Herzen, ich bräuchte da jemand, der da sich richtig hineinkniet wieder und das gut macht. Gell? Und da hat dann Herr Ritter, der mich von der Dissertation her kannte, eben gesagt, ja, die kenne ich, die weiß ich, dass die schreiben kann. Mhm. So ungefähr wird das gewesen sein. Mhm. Und dann bin ich ihm vorgestellt worden am 8. Dezember 1972. Mhm. Also nicht an irgendeinem Datum, ja, sondern am Fest der Unbefleckten. Das war für mich auch ein schwerer Schritt, weil ich ja beamtet war schon in Österreich und bei den englischen Fräulein sehr gut aufgehoben war. Mhm. Und ich habe mich aber dann doch entschlossen, das zu machen. Und ich kannte die Botschaft von Fatima schon aus meiner Kindheit durch Pater Petrus Pavlicek. Mhm, den Gründer des Rosenkranz-Sühnekreuzzugs. Ja. Mhm. Mhm. Also so war der Weg. Also sind Sie seit 1972 in Regensburg? 73. 73 sind Sie umgezogen. Ja, ja. Gut. Mhm. 1982 wurde der Nachfolger von Bischof Graber zum Bischof geweiht. Wo lebte Bischof Graber danach? In Aufhausen. Das ist ein ca. 20 Kilometer südlich von Regensburg gelegener alter Wallfahrtsort mit einer sehr schönen Wallfahrtskirche. Und der Gründer dieser Wallfahrt, Pfarrer Seidenbusch, da läuft jetzt wahrscheinlich bald ein Seligsprechungsverfahren. Das heißt, die Anfänge sind bereits gemacht. Mhm. Es muss noch einiges vorbereitet werden für diese Causa. Mhm. Aber Bischof Graber wollte das auch fördern dort. Mhm. Gell? Und ist auch deswegen dorthin gezogen. Ja, ich glaube sicher. Dass Sie standen, auch wenn er dann nicht mehr in Regensburg war, immer weiterhin noch mit ihm in Kontakt. Ja, sehr guten Kontakt, ja. Gehen wir noch mal kurz zurück zu Professor Fischer. Sie haben gesagt, er ist mehrfach Schwester Lucia begegnet. Ja. Aber eben, er hatte auch regen Briefverkehr, kann man das sagen, mit ihr? Ja, schon. Sagen Sie vielleicht noch mal, wie oft hat er Schwester Lucia gesehen? Das weiß ich nicht so genau. Ja. Also mindestens 2 oder 3 Mal, würde ich sagen. Mhm. Gell? Und weiß man, wie viele Briefe es ungefähr zwischen den beiden gegeben hat? Also in Fatima im Archiv, ich habe kürzlich ein Verzeichnis gesehen und da steht immer wieder Fischer, Schwester Lucia. Das müssen schon so an die 20 Briefe gewesen sein. Mhm. Bekannt ist eben besonders ein Brief bzw. ein Ausschnitt aus dem Brief von einem Schreiben von Schwester Lucia vom 19. März 1940. Mhm. Und dieser Brief von Schwester Lucia an Professor Fischer enthält das folgende Zitat. In meinen armseligen Gebeten vergesse ich nicht Deutschland. Es wird noch in den Schafstall des Herrn zurückkehren.
Dieser Augenblick nähert sich sehr langsam, sehr mühsam, aber er wird schließlich eintreffen. Und die Herzen Jesu und Marias werden dann mit Glanz herrschen. Hatte Professor Fischer irgendwie Schwester Lucia vorher gefragt, wie es um Deutschland steht? Ist da was bekannt oder hat Schwester Lucia das eher aus freien Stücken von sich ausgeschrieben? Also sie dürfte informiert gewesen sein über die schwierige politische Situation in Deutschland und auch vom Bischof erfahren haben, dass der Bote von Fatima jetzt verboten wurde. Und sie wollte offensichtlich den guten Professor trösten und ihm versichern, dass sie in ihren Gebeten nicht vergisst und Deutschland nicht vergisst und seine Anliegen nicht vergisst und ihn mit diesen Worten auch Trost spenden, denke ich mir. So mitten im Zweiten Weltkrieg. Ja, es wurde immer wieder gefragt, warum hat Fischer das nicht früher veröffentlicht? Das konnte er ja nicht, weil 49, der Bote war ja verboten. Gell? Und er hat in der NS-Zeit sehr gelitten unter Verhören, unter Hausdurchsuchungen. Also er wurde streng beobachtet. Er durfte praktisch da nichts publizieren, was Fatima betraf. Gell? Mhm. Und wie gesagt, erst 1949 konnte er erst den Boten wieder herausgeben. Mhm. Sie selber haben jetzt Professor Fischer nicht kennengelernt, Nein. Im Gegensatz zu Bischof Graber. Ja. Hat Bischof Graber Ihnen sagen können, wie Professor Fischer dieses Zitat aufgefasst hat? Da haben wir nie darüber gesprochen. Mhm. Aber er hat es einige Male in Predigten verwendet. Okay. Mhm. Und damals war schon immer wieder die Frage, wo befindet sich dieser Brief? Mhm. Und ich habe nach seinem Tode auch die Nachlassverwalter gefragt, wenn das auftaucht, dieses Dokument, bitte gebt es an das Institutum Marianum, da gehört es hin. Mhm. Aber bis jetzt ist da nichts gekommen. Mhm. Er kannte aber sicher die Übersetzung Fischers, dieses Briefes, also Fischer muss den übersetzt haben, mhm. weil er ja gut Deutsch konnte und sonst hätte Graber das nicht zitieren können. Mhm. Okay? Fischer konnte gut Portugiesisch hat deswegen übersetzt. Richtig. Ist es möglich, dass er vielleicht im Zuge des Zweiten Weltkrieges den Brief vernichtet hat, wenn er von dem Regime ziemlich beobachtet wurde? Könnte durchaus sein, mhm. ja. Nachdem wir jetzt viel zu Professor Fischer gesagt haben, möchte ich noch einen Schwenk machen zu Bischof Graber selber. Ja. Ist er Schwester Lucia begegnet? Ja. Wie oft? Also mindestens zweimal. Er war 1970 in Fatima und durfte ihr da schon begegnen. Und ich durfte ihn 1982 begleiten. Bei dieser Dankwallfahrt, die Papst Johannes Paul II. Nach Fatima unternommen hat, ein Jahr nach dem Attentat. Papst Johannes Paul II. War ja überzeugt, dass er durch die Hilfe Mariens dieses Attentat überlebt hat. Mhm. Und er hat dann ja auch die Kugel Fatima gespendet und sie passte erstaunlicherweise genau in eine Aussparung dieser Krone, die von den portugiesischen Frauen der Mutter Gottes in Fatima gespendet worden war. 1946 wurde die Statue mit dieser Krone gekrönt zum Dank dafür, dass Portugal vom Zweiten Weltkrieg verschont geblieben ist. Und die Portugiesen führen das darauf zurück, dass der portugiesische Episkopat bereits 1935 Portugal dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht hat. Und Schwester Lucia hat das auch immer wieder gesagt, das ist eine Frucht dieser Weihe. Maria hat das irgendwie versprochen sogar, wenn man Portugal weiht, dann wird es vom Krieg verschont bleiben. Und es war ja schon interessant, der Zweite Weltkrieg ist rund um Portugal, hat er getobt praktisch.
Und ausgerechnet dieses Land ist nicht betroffen worden. Gell? Und dann haben eben die portugiesischen Bischöfe zu dieser Kronensache aufgerufen und jede portugiesische Frau, also fast jede wahrscheinlich, manche haben sogar ihre Eheringe geopfert, haben da etwas dazu beigetragen, aus Dank dafür. Gell? Mhm. Und in diese Krone gibt es unter dem Kreuz eine kleine Aussparung und da passte genau diese Patrone hinein. Diese Patrone, die 1982 Johannes Paul II. Mitgebracht hat, um der Gottesmutter von Fatima zu danken, dass er das Attentat überlebt hat. Und Sie konnten dabei sein, Frau Dr. Treiber. 82, bei dieser Dankwallfahrt konnte ich dabei sein. Mhm. Und da durfte Bischof Graber noch einmal kurz mit Schwester Lucia sprechen. Und ich habe sie dann ganz kurz auch gesehen, nur mit einem halben Meter Abstand, wie sie mit einem Wagen weggebracht wurde und die Leute sie erkannt haben, dass sie da drinnen ist in dem Auto und sich sofort auf den Wagen gestürzt haben und gerufen haben, Schwester Lucia, Schwester Lucia. Und sie hat aber sofort die Hände vors Gesicht geschlagen. Und mir ist damals bewusst geworden, was diese Kinder gelitten haben müssen unter den Zudringlichkeiten auch der Leute, die sie da dauernd ausfragen wollten und dass sie sich da immer wieder versteckt haben, auch dann nach den Erscheinungen 1917. Gell? Also das war schon sehr bewegend für mich, dass ich sie auch noch so gesehen habe. Frau Dr. Treiber, 2017, das große Jubiläumsjahr, 100 Jahre Fatima, vielleicht noch einen abschließenden Appell an die Zuschauer zu Hause. Ja. Was sollten wir tun im Jahr 2017? Ja. Was ist angesagt? Also, das Wichtigste wäre, die Botschaft ernst zu nehmen. Also das Gebet, die Wiedergutmachung. Also Gott die Sühne. Gegenüber. Gott gegenüber, ja. Für die vielen Beleidigungen, die eben immer noch an der Tagesordnung sind. Und auch natürlich für den Frieden zu beten, okay? Nicht nur für die eigene, Heiligung oder Bekehrung. Natürlich wäre das der Anfang und das Wichtigste, aber auch für den Frieden allgemein zu beten. Die Mutter Gottes sagt ja, wenn ihr das tut, dann wird Friede sein. Und das Bischof Graber hat doch damals auch dieses Wort geprägt, wenn ich weiß, dass die Welt durch die Atomwaffen in Schutt und Asche gelegt werden kann, durch das heutige Arsenal an Atomwaffen, das da ist. Und wenn ich nicht tue, was Fatima, dieses Friedensprogramm annehme, dann mache ich mich mitschuldig an diesen Dingen. Und das hat mich so beeindruckt, dass das Bischof Wert vor einigen Jahren in Mühldorf dieses Wort von Bischof Graber zitiert hat. Und ich habe ihn nachher gefragt, woher kennen Sie das? Hat er gesagt, ja, das habe ich ja mal auf einer Deutschlandreise irgendwo gefunden beim Fatima-Apostolat. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil ich glaube, dass das der wichtigste Inhalt der Botschaft ist, für den Frieden zu beten. Also mit anderen Worten kann man vielleicht zusammenfassen, Portugal wurde während des Zweiten Weltkriegs der Friede beschert, indem Portugal durch die Bischöfe dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht wurde. Ja. Das sollte man vielleicht auch für unsere anderen Länder übernehmen. Man sollte die Sühne-Samstage pflegen. Richtig. Und für den Frieden beten. Ja. Jeder ist mitverantwortlich für den Frieden. Frau Dr. Treiber, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind aus Regensburg. Vielen Dank Ihnen daheim für Ihr Interesse, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder über Fatima geht. Auf Wiedersehen.